Willst du dein eigenes Handy in den Fluss werfen, was ich hier von dir gerade habe? Ja. 3, 2, 1. Willst du jetzt Sarah anrufen und mit ihr Schluss machen? Häufiger, ich wollte unsere schöne Beziehung jetzt mal eben. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin Kelvin. Und es ist die Challenge. Wer zuletzt Nein sagt, bekommt 10.000 Euro. Yes. Bam. Cash auf die Hand, Leute. Wie die Challenge schon sagt, wer als letzter Nein sagt, der gewinnt. Das heißt, man muss Ja sagen. Ja, und wir machen das immer so. Jeder darf abwechselnd dem anderen eine Frage stellen und der darf halt nicht Nein sagen. Wer der Nein sagt, verliert der. Ja, das kann sehr unangenehm werden. Mal schauen. Sehr, sehr unangenehm. Wohin das führt, das bin Ganze. Auch mal gespannt, Leute. Und jetzt mal einen fetten Daumen hoch für mehr so krasse Challenges. Und ich würde sagen, wer anfängt, machen wir erstmal Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Bam, ich darf anfangen. Okay, okay. Und ich fange an mit der Frage. Warte, mir fällt gerade ein. Mein Auto ist sehr, sehr dreckig. Hast du Lust, es zu waschen, aber von der Hand aus? Das heißt nicht in die Waschanlage, sondern selber abspritzen. Hast du darauf Bock? Ja. Gut, dann ja, auf zur Waschanlage mein Auto waschen, ne, mein Guter? Auf geht's! So, du darfst endlich mein Auto waschen. Hier mal schön von selber, ne? Muss auch mal gemacht werden, einmal im Jahr hier. Are you ready? Ja! Let's go! Jawohl! Auf geht's! Hey! Hey. Zum Glück habe ich Fenster zugemacht. Alles leer! Okay, ich mache Fenster lieber nicht auf. Leute, der soll das ordentlich machen. Erst dann verlasse ich hier diesen Park. Ja, da gönnen wir uns eine Reinigung vom Butler Kelvin höchstpersönlich. Leute, das Auto kann auch mal gesaugt werden. Ist schon sehr, sehr dreckig hier drinnen. Kann Kelvin auch gleich noch mal ran, ne? Kannst du auch noch mal gleich ran. Ah, herrlich, wenn man einfach chillen kann, nichts machen muss. Ich entspanne mich jetzt ein bisschen, höre ein bisschen Musik. So Leute, wir sind ja gerade in so einem Kostümladen. Wir haben so gerade ein Kostüm für so eine Themenparty, also so eine Party, wo er hingeht. Ich werde Ihnen jetzt eine Frage stellen. Willst du in einem Frauenkostüm herumlaufen, wo Leute noch sind? Er muss ja sagen, außer er verliert. Dann sagt er natürlich nein und ich habe gewonnen. Fragen wir ihn mal. Na Marvin, hast du schon das Passende gefunden? Nee. Noch nicht? Nein. Marvin, ich habe eine Frage für dich. Du bist da mein Freund. Und zwar, hast du Bock in einem schönen, knappen Frauenkostüm hier schön rumzugehen vor den ganzen Leuten? Ist dein Ernst? Na klar. Such dir mal ein schön geiles Teil aus. Kannst du auch schön Haut zeigen? Weil die Leute, ist dein Ernst? Ja oder nein? Du weißt, wenn du nein sagst, bekomme ich die 10.000 Euro. Ja? In was? In einem Frauenkostüm. Hier, rumlaufen. Na klar. Alter, bist du krank? Ja. Wie viel? Ja. Eine ordentliche Runde. Ja. Dann würde ich sagen, suchen wir dir mal was Schönes aus, ne? Mhm. Darf auch schön eng und knapp sein. Auf die Suche nach einem schönen, eng, knackigen Frauenkostüm. Lecker. Leute, habt ihr was gefunden? Einmal hier so ein weißes Top und noch hier so ein, wie nennt man das? Röckchen oder keine Ahnung. Das kann Marvin sich mal anziehen und dann geht er hier immer schön rum, ne? Marvin! Hi, guck mal, was ich hier habe. So, hier, anprobieren. Los! Was ist das? Da vorne sind die Umkleiden. Auf geht's. Ich denke mal, das wird Marvin sehr gut stehen. So, jetzt mal hier an die Umkleide. Einmal für dich. Ab rein und gleich will ich dich hier angezogen sehen. Wir sehen uns. Voll die Leute. Tja, gefällt mir. Mal gucken, wie sie reagieren. So, jetzt warten wir auf Marvin. Ja. Marvin ist fertig. Okay, dann komm raus. Ich kann so nicht raus. Los, zeig dich. Ja, es geht nicht. Das ist so. Junge. Du geiles Stück, du Alter. Komm raus, Junge. Oh Junge,
Geile Titten, Digga. Chill jetzt. Ey, das ist zu viel. Leute, Daumen hoch dafür, Mann. Daumen hoch. Du gehst einmal diesen Gang durch. Komm. Klammern. Komm jetzt hier. Einmal drehen und erstmal einmal drehen für die Leute. Was ein schöner Tag, oder Kelvin? Ah, bleib mal kurz stehen im Schatten hier. Kurz die Natur genießen, ne? Ja, warum redest du so komisch? Ah, einfach die Natur genießen, ne? Das klingt schon, was hast du hinter deiner Hand? So, guck mal, was ich hier Schönes habe. Willst du deine Haare pink färben? Ja. Hä? Ja. Nein, übertreib's, übertrieben, Mann. Du wirst sehen, Mann. Einmal deine Birne hier, ja? Hey, du sollst rumlaufen. Komm hier hin. Ey, du bist verrückt. Komm mit. Ich kann nicht so, hey, übertreib nicht, du sollst schon rumlaufen. Mit pinken Haaren. Ja, normal. Ey. Du hast ja gesagt, also. Du bist verrückt, Digga. Ich mach alles, du bist. So, warte. Boah. Nee, stopp! Nee, muss komplett hier, Alter. Nee, du übertreibst mal bitte. So, wir zeigen gleich das. Oh mein Gott. Ich bin ernst gedacht. Oh mein Gott. Warum du übertreibst komplett? Ey, vorne fehlt noch ein bisschen. Mein Ding, guck mich auf, Mann. Warte. Erstmal muss ich fertig werden. Ey, das riecht nach Haarspray. So, gehen wir in die Sonne hier? Willst du mich verarschen? Bist du verrückt, Digga? Ey, übertreib doch nicht, Mann. Pinke Haare, Alter. Kann ich nicht ranlaufen, oder was? Kannst du da reingehen, so siehst du gerade aus, Alter. Soll ich dein Ernst sein? Was? Mach doch mal eine Insta-Story. Ja, gönn dir doch mal eine Insta-Story. Ey, Leute, guck euch mal meine Haare an. Das geht hier langsam zu weit. Aber es gibt eine fette Rache. Denn es ist Challenge-Time, Leute. Seht ihr morgen. Ihr werdet sehen. Rache kommt. Ich würde sagen, wir grüßen mal zwei Leute aus den Instagram-Kommentaren unter dem letzten Bild. Liebe Grüße an Caro und Kiki. Bam! Ihr habt die Glocke aktiviert, uns auf Instagram gefolgt und dort kommentiert Hashtag Glocke aktiv unter unseren beiden Profilen Marfit und Kelvin Fitti. Danke dafür. Wer da auf uns grüßen wollt, folgt uns einfach auf Instagram Marfit Kelvin Fitti und wir suchen pro Account immer einen aus, den wir dann grüßen. Der Hashtag Glocke aktiv unter dem neuesten Bild immer schreibt. Deswegen kommentiert immer unter dem neuesten Bild Hashtag Glocke aktiv, um gegrüßt zu werden und folgt uns auf jeden Fall auf Instagram Marfit Kelvin Fitti. Es gibt noch eine Rache, Marvin. So Leute, jetzt ist erstmal eine fette Rache, weil das hier mit den Haaren ist viel zu übertrieben. Marvin, Rache-Time. Du bist mir gerade auch ein bisschen zu viel am Handy. Gib mir kurz dein Handy. Was willst du? Ich will nur was zeigen, entspann dich doch mal. Entspann dich doch mal. Leute. Gib mir mein Handy. Hier ist Marvins Handy, ihr seht. Leute, ihr seht, das ist Marvins Handy. Gib mal mein Handy wieder jetzt. Hier ist Snap, Insta und so, ist also Marvins Handy. Gib mal mein Handy. Und Marvin, meine Frage an dich. Willst du dein eigenes Handy in den Fluss werfen, was ich hier von dir gerade habe? Tja, Marvin, ihr wisst ja noch, Leute, bei der Ignorieren-Challenge, Bruder ignorieren, da hat Marvin mein Handy kaputt gemacht und das habe ich nicht vergessen. Das ist mich verarschen jetzt. Nochmal die Frage, willst du dein eigenes Handy jetzt in den Fluss werfen da? Bam. Ja oder nein, Marvin? Die Entscheidung kann dich 10.000 Euro kosten oder dein Handy. Deine Wahl, Marvin. Aber ich glaube, auf dem Handy sind wichtige Dinge drauf, dementsprechend könnte beides wehtun, oder? Mit 10.000 Euro kannst du mir ein paar Handys holen, aber da sind wichtige Daten drauf. Und Bilder etc., die man nicht so schnell wiederbekommt, ne? Mein Junge. Ja! Und jetzt, du weißt, was das bedeutet. Ey, da sind meine ganzen Bilder und alles, meine Daten drauf. Tja, du hast ja gesagt. Ey, stimmst du nochmal um oder bleibst dabei? Das ist heilig. Du musst es wissen. Ich kann es nicht ersetzen. Also aktuell habe ich ein Ja von dir. Bleibt dabei? Ich habe ja gesagt. Ey, hier rein. Na klar. Vielleicht kann ich das noch retten, oder? Ob du jetzt eine Schwimmaktion starten willst, weiß ich nicht. So Marvin, wie sieht's aus? Bringst du es übers Herz? Ich muss ja, ne? Also Marvin,
Einfach so? Einfach so. Steht dann ja? Einfach so da rein. iPhone. Oh, Leute. Dein iPhone jetzt. Leute, was würdet ihr machen? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Mit 10.000 Euro kann man sich neue Handys holen, aber... Manchmal sind die Sachen auf dem Handy mehr als 10.000 Euro wert, nicht wahr? Siehst du durch? 3, 2, 1. Alter. Alter. Da schwimmt dein Handy. Ey Leute, ich kann das Handy sogar sehen. Seht ihr das Weiße? Genau da liegt das. Wo ist das? Genau in der Mitte. In der Mitte? Ja. Schwimmt das? Nee, es ist genau da. Boah, ziehst du durch? Süß, mit einem Stock. Aber du musst schon reingehen. Na, lass mal's. Scheiße, Mann. Leute, wenn er mein Handy zerstört, zerstöre ich seins auch. So sieht's aus. Kelvin, ja, der Tank ist sehr knapp. Hier ist die Tankstelle. Was hab ich damit zu tun? Hast du Lust, dich bemalen zu lassen und für mich zu tanken? Mich bemalen zu lassen, was heißt das? Ja, ich mal dir was Nettes und du tankst für mich. Also du malst mir irgendwas auf und ich soll dann noch tanken und so? Ja, in dein Gesicht. Alter, was malst du? Mal ich dir was. Ja, aber irgendwas Süßes. Ey. Schauen wir mal, ne? Willst du das machen? Ja. Alles klar. So, hier kannst du mal schön tanken. Du hältst mal jetzt die Cam für mich hier. Was ist das jetzt vor? Direkt Wange oder Stirn? Was willst du? Ich weiß nicht, Alter. Du übertreibst. Du übertreibst komplett. Vom Stirn sagst du? Alles klar. Leute, ich habe jetzt hier ein Spiegelbild. Ich habe die Kamera umgeklappt. Ich sehe direkt, was Marvin hier malt. Noch nicht gucken. Ich guck gleich. Augen zu. Nein, ich fühle schon, was du meinst. Warte, du weißt gar nicht. Wenn du jetzt nochmal so einen halben Mini-Kreis machst. No. Verdammt. Alter, wie ist das aussieht! Was ist das hier? Das ist ein Mittelfinger. Warte, Junge, guck mal, Alter. Was würde ich meiner, denkt der? Junge, wie der gerade geguckt hat, Alter. Bester Mann. Meinte er auch so hier schön. Ach, ist da nur ein Mittelfinger, oder? Sieht doch aus wie ein Mittelfinger. Ja, ist ein Mittelfinger. Was denkst du, die Kassiererin gleich an der Kasse? So, geh mal tanken jetzt, komm. Alter. Ey, toll, das war das Auto. Okay, perfekt. Stunden und soll jetzt noch 77 Euro ihr Fett bezahlen, ey, ne? Ja, normal. Junge. So. Ich denk mir was Heftiges aus. Gehst du mal zur Kasse jetzt? Ja, ich brauch noch mein Geld gerade aus der Tasche hier. Geh rein. Scheiße, Alter. War drauf? Echt? Wurde es erkannt? Junge, die haben sich kaputt gelacht, Alter. Da waren zwei hier an der Kasse. Lava. Eine jüngere und eine ältere. Junge, die haben so gelacht, Alter. Ey, das war so demütig. Junge, Junge, du hast mein Handy in den Fluss getan. Das ist ein Permanentmarker gewesen oder was? Wie soll ich das abbekommen? Toll, Alter. Toll, geht gar nicht ab, Mann. Ey, das geht nicht richtig ab, Mann. Marvin. Komm mal mit in den Keller, ich hab da was Schönes für dich. Keller? Ja, dann stell ich dir die nächste Frage. Auf geht's. Was willst du jetzt hier? Nein. Gib jetzt erstmal Schläge. Ein Schlag, sag ich mal, schön hier. Und dann werdet ihr noch ein schönes Slow Motion davon sehen. Und einmal so bang in die Wand. Wer sagt, dass ich das will, Alter? Ach so, die Frage. Möchtest du, dass ich dir mit einer rechten, mit dem Boxhandschuh in deine Wange, bam, in mein Gesicht einschlage. Dafür auch noch ein. Möchtest du das ballert einfach? Oh, guck mal, allein wie hart der Handschuh ist. Ist doch gut gepolstert. Krass. Oh. Möchtest du das? Möchten will ich das? Ja oder nein? Weil ich sagen mal. Oh, ja, chill, ich hab doch nichts gesagt, ey. Ich muss mir das gut überlegen hier. Oh. Okay. Möchtest du oder nicht, Mann?
Ja oder nein? Entscheide weiter. Wie hart denn? Also okay, wir würden so machen und dann halt schon so. Oh, ey, das war schon. Das reicht. Das war nix. Das Thema so schreiben. Okay, ja. Okay, haben wir uns entschieden? Oh, chill, aber ich hab Angst. Also Leute. Eins. Zwei. Geht's? Weil den Zähner nicht. Das kriegst du auf jeden Fall zurück, Mann. Ich bin wieder dran. Ich warte ein bisschen und dann komme ich, überleg mir was und dann komme ich auf dich zu, ja? Aber Boris, wie geht's eigentlich? Ja? Chill. Ich werde dich jetzt einigen. Ja. Ciao, Kevin. Leute, ich glaube, ich hole ihn später ab. Ich esse jetzt erstmal was. Na, gerade frisch gemacht. Ja. Was hast du gerade vor? Was duschen? Ich habe da eine gute Erfrischung für dich. Was denn? Hast du schon Deo gesprüht zufällig? Nee, warum? Wolltest du noch gerade Deo sprühen? Ja. Ich habe ein super geiles Deo für dich. Poops Way. Hier für deine Arme. Unter die Arme? Natürlich. Ja, du weißt, wie das stinkt. Ach, ich frage dich ja noch. Möchtest du dieses Fortspray unter deine Arme sprühen und zwar kräftig, damit du schön frisch riechst nach der Dusche? Ich ja? Schön geduscht, Alter. Oder nein? Ich will nicht wieder duschen. Ja oder nein? Ja. Da habe ich dich. Du weißt, das stinkt hart, Alter. Ja, Mann, ich werde direkt die Tür schließen und mich dann danach verkrümeln. Ja, komm. Gönn dir mal. Warte. Halt mal ein bisschen Abstand. Das Zeug stinkt. So schön hier, voll. Hey, mach jetzt. Unter den Arm, komm. Boah, Alter. Boah, ist das eklig. Ey, andere Arm auch noch schnell. Ey, ich verrecke, komm, mach. Boah, Alter. Boah, Leute. Genieß es, genieß es. Leute, ich habe mir jetzt eine krasse Frage überlegt, wo Kelvin nur Nein sagen kann. Und zwar sage ich dem, willst du Schluss mit Sarah machen? Der soll die dann anrufen auf FaceTime und der soll Schluss machen. Da muss er eigentlich Nein sagen und dann habe ich die 10.000 Euro für mich, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Kelvin. Let's go. Kelvin, ich bin dran. Ich bin dran, ne? Was für ein Schild? So, ich habe eine schöne Frage für dich. Und zwar, willst du jetzt Sarah anrufen und mit ihr Schluss machen? Verrückt, Digga. Echt verrückt, Mann. Du betreibst komplett, Digga. Was ist los mit dir? Willst du oder nicht? Was ist los mit dir? Es geht um 10.000 Euro, du weißt. Du kannst einfach Nein sagen, dann gehören mir diese 10.000 Euro oder du machst mit Sarah Schluss. Ich weiß nicht mal, was ist mit mir? Wie kommst du auf so eine Scheiße? Das, ich muss ja irgendwie gewinnen hier. Das ist jetzt schon die Spitze, ne? Das ist langsam zu hart hier alles. Ich hab mein Handy verloren. Ich muss im Kleid rumlaufen. Ja, was sagst du? Sagst du Nein? Nee. Du kannst Nein sagen, dann bist du befreit. Ganz einfach. Spannend. Und zwar mit FaceTime. Mit FaceTime auch noch? Ja. Zieh's durch, Mann. Ich spiele die Challenge richtig mit dir. Oh. Mein Gott. Also. Hey! Hey! Na, alles klar? Ja, mit dir. Oh, super, alles. Okay? Ja, klar. Sure. Ja, schon. Was hab ich gerade vergessen? Ich hab gerade einen Blackout, das wollte ich sagen. Wo wollte ich denn mal hinaus? Und zwar. Ich hab gerade vergessen, Mann, was geht ab? Ah ja, ich weiß wieder rein. Und zwar wollte ich.
Eigentlich gar nicht so witzig, weil ich sagen will, ich wollte unsere schöne Beziehung jetzt mal eben. Nein! Was? Nein! Das heißt, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Leute! Alter! Leute, diese 10.000 Euro gehören mir! Du hast verloren! Du hast Nein gesagt, du hast verkackt! Du hast verloren, Junge! 10.000 Euro gehören mir, Leute! Oh mein Gott! Zieht euch diese Batzen rein, Leute! Alles meins! Alles meins! Leute, bis zum nächsten Video! Peace!